Mit einem brandneuen Video und wie ihr seht im Hintergrund haben wir wieder ein stillgelegtes Auto in Need for Speed Payback bekommen. Ihr kennt ihn locker schon alle, ihr habt ihn sicher schon einmal gefunden. Nun hat Need for Speed wieder einen neuen Post wieder rausgehauen auf Insta. Und es ist wieder ein Mazda RX-7 Spirit. Und er befindet sich an dieser Stelle. Ich zeige euch kurz die Stelle, wo ihr diesen finden könnt. Also hier sind die zwei Rennen. Canyon Rodeo und Silberfahrt ist hier. Dann ist hier noch so eine Zeitrennen irgendwas. Dann so ein Sprungrennen noch. Und hier befindet sich dann das ganze Fahrzeug. Ich würde sagen, wir steigen in dieses Auto ein und bringen es mal schnell zum Airfield. Wieder mal. Wie gesagt, die Tankstelle. Wir müssen es jetzt zu Rev bringen, zu unserem Mechaniker am Airfield. Und machen aus der altmodischen Karre was ganz Neues. Oh, jetzt haben wir diese Polizei hier an der Backe. Wollen wir aber nicht. Auf jeden Fall ist es ein geiles Fahrzeug. Erinnert mich so an Fast and Furious. Also Leute, klaut euch dieses Auto, falls ihr noch gar nicht geklaut habt, an der Stelle, wo ihr noch nicht wart. Jetzt habt ihr nochmal die Chance, euch den RX-7 zu holen. Wie gesagt, es gibt nur ein begrenztes Zeitfenster. Und nächste Woche Dienstag erscheint dann auch schon das nächste stillgelegte Auto. In Need for Speed Payback natürlich. Denn wir sind hier nicht in GTA. Merkt euch das. Dann wollen wir mal die schreckliche Polizei hier zerstören. Fort mit euch. Wie gesagt, das Auto ist einfach zu klauen. Oh shit, ich hoffe, die kriegen mich jetzt nicht. Das wollen wir nicht. Wir wollen das Auto sicher ohne Schaden, ohne Kratzer, ohne gar nichts zu Rev abliefern. Also ich finde mal, von dem Auto her müssen wir was am Sound machen und an der Leistung. Yo! Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Schön über die Brücke, jetzt um die Kurve, Drifting, ne? Okay, wie ein Drift wird jetzt nicht aus, es sieht aus wie Overcam Rino. Okay. So, noch 3 Kilometer, Leute, dann sind wir auch schon am Zielort. Also, ganz schön aggressiv die Polizei hier. In Fortune Valley, ganz schön aggressiv sind die zu uns. Haben doch nichts verbrochen, außer dieses Auto zu klauen. Macht mit euch. Ab mit euch. Fort, weg, ab. Bei Fuß. Weg. Ab bei Fuß, Police. Bei Fuß, brave Polizei. Machst du aber fein bei Fuß. Oh. Rino, yo! Fort mit euch! LSPD! Fort mit euch! Also ich würde sagen, wir nehmen eine ganz kleine Abkürzung. Yo! Okay, das war's jetzt. Strange, ey. This is strange. Also gleich sind wir bei Rev. Da
nicht. Wir fahren nicht mehr die Straße, ich nehme eine Abkürzung zum Airfield. Da ist es auch schon. Da ist es, die Leute, schaffen wir das, bevor wir verhaftet werden. Oh, wir haben keine Polizei mehr. Das ist doch schön. So, jetzt ab zu Rev. Rein damit. Entkommen sind wir. In 4 Minuten 6. Wer schafft es unter meiner Zeit? Bitte dann in die Kommentare euer Ergebnis schreiben. In welcher Zeit ihr es geschafft habt, dieses Auto zu Rev zu bringen. Würde mich blendend interessieren. So, jetzt machen wir aus der Karre mal was richtig krasses. Erstmal muss die langweilige grüne Lackierung weg. Frontsplitter. Geil. Ich würde sagen, wir machen das hier ran, hä? Mal was ganz Geiles. Frontsplitter bin ich jetzt nicht so der Fan. Ich muss sagen, wir machen das mit der rund abgerundeten Lippe hier vorne. Leitbleche. So ehrlich gesagt gefallen mir die Leitbleche gar nicht an diesem Fahrzeug, aber wir bauen sie einfach mal dran. Wie gesagt, ist ja nicht mein Fahrzeug in Real Life, ne? Außenspiegel ändern wir mal. Dieses grün-orange sieht echt hässlich aus. Da gefällt mir dieses Silber noch viel mehr. Natürlich die Rückleuchten auch mal ändern. Muss auch mal sein. Weg mit den alten Schildern. Richtig schön grau. Auspuffrohre, was nehmen wir denn da? So einen fetten finde ich jetzt nicht so gut. Ich nehme mal so einen schlanken Auspuff hier. Driftelfußer. Ehrlich gesagt. Würde ich keinen ranbauen, aber ich würde sagen, ich nehme einfach mal den hier. Einfach ranklatschen. Der Kofferraumklappe ist es auch nichts Besonderes. Spoiler. Nee, so ein GT-Flügel passt nicht drauf. Wir nehmen so ein. Soundsystem. Okay. Dach ändern. Auch ein schönes Silber. Die Scheinwerfer müssen auch geändert werden. Auch in Grau. Komm. Und komm, tu mal die alten rostigen Felgen hier weg. Müssen richtig gute Felgen sein. Also ich würde mal entweder die oder die. Ach komm, da, wir nehmen die. Scheiß drauf, was wir für Felgen haben. Machen die Felgen natürlich schwarz. Schwarz sieht immer am geilsten aus. Hinten genau das gleiche. Dann nehmen wir die Felgenfarbe auch schwarz. Dann gibt es noch Lackierungen. Wir machen mal eine andere Lackierung drauf. So ein schönes Orange würde jetzt richtig fresh aussehen. So ein richtiges Orange oder so ein richtig geiles Rot. Ich weiß nicht, sollen wir noch ein paar Sticker drauf packen? Ich würde eher nicht sagen. Darum speichern. Neue hinzufügen. So, vorne machen wir die Reifen. Also besser um die Kurven kommt. Hinten auch. Und legen den mal richtig fett tief. Da waren wir schon. Nitrofarbe. Ich mach rot sagen, Eisenqualm, orange, Neonlicht, ich orange sagen, Hupe,
dazu. Luftfederung bauen wir auch noch ein. So, und das wäre es eigentlich auch schon mit dem ganzen Tuning des Fahrzeugs. Jetzt zeige ich euch noch mal kurz vorm Ende des Videos noch mal die Stelle, wo ihr diesen finden könnt. Falls einige jetzt nicht am Anfang jetzt nicht richtig aufgepasst haben, erkläre ich jetzt noch mal, wo er genau zu finden ist. Und zwar könnt ihr dieses Fahrzeug hier finden. Für die, die am Anfang nicht aufgepasst haben, dieser RX-7 befindet sich an der altbekannten Stelle, wo ihr ihn schon mal gefunden habt. Und, na, es gibt jetzt ein paar Leute, die finden, haben den dort nicht gefunden oder haben es vergessen, den einzusammeln. Aber hier ist auf jeden Fall die Stelle. Merkt euch einfach die zwei Rennen hier. Dieses Zeitrennen und dieses Sprungrennen. Und ich würde auch sagen, das war's mit diesem Video. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, falls euch dieses Video gefällt. Bis zum nächsten Video. Falls ihr mehr sehen wollt, bitte oben rechts abstimmen. Würde mich mega freuen über euer Ergebnis. Bis zum nächsten Video und...